Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 26 und es wird um die Taylor-Entwicklung gehen, und zwar zunächst im eindimensionalen und dann auch im mehrdimensionalen. Ja, um den Begriff der Taylor-Entwicklung zu motivieren, wollen wir uns folgende Situation ansehen. Sei f eine stetig differenzierbare oder beliebig oft stetig differenzierbare reellwertige Funktion und auch auf R definiert. Das heißt, wir sind im eindimensionalen Fall und wir fixieren einen Punkt auf der reellen Zahlenachse und wir möchten uns die Frage stellen, können wir die Funktion f in der Umgebung dieses Punktes durch einfachere Funktionen approximieren? Ja, ich möchte es an dem Bild hier erklären, was man tun kann. Hier sehen Sie in grün den Funktionsgraphen einer möglichen Funktion f. Der Punkt a hier ist hier im Koordinatenursprung zu finden. Das heißt, a ist als die 0 festgelegt. Und dann haben wir schon gesehen, dass eine Möglichkeit, f durch eine einfache Funktion zu approximieren, jene ist, dass man sagt, okay, ich möchte f durch eine Gerade approximieren. Und wie muss man die Gerade wählen? Nun, das wird gerade die Tangente sein, denn diese Gerade ist jene, die am besten dann das Verhalten von f in der Umgebung des Punktes approximiert. Nun, die Tangente ist der Graph dieser affinen Funktion, die Sie hier sehen. Und die Definition dieser affinen Funktion beinhaltet eben die erste Ableitung von f. Und die Weierstrassche Zerlegungsformel quantifiziert dann den Abstand von f zu dieser Geraden in der Umgebung von a und sagt insbesondere, wenn wir uns Punkte ansehen, die sich hier diesem Punkt a, der uns interessiert, nähert, dann verschwindet der Fehler schneller als linear im Abstand. Also fassen wir das kurz zusammen. Dieses g, das hier definiert ist, ist eine affine Funktion und es ist jene affine Funktion, welche f im Punkt a am besten approximiert. Und das g ist als affine Funktion insbesondere ein Polynom, und zwar ein Polynom vom Grad k gleich 1. Und das Ziel der Taylor-Entwicklung ist jetzt, dieses zu verallgemeinern, und zwar stellt man sich die Frage, können wir f im Punkt a bestmöglich approximieren, und zwar durch Polynome nun, aber nicht vom Grad k gleich 1, sondern von einem höheren Grad. Also die Frage ist, können wir diese Gerade, die hier eingezeichnet ist, durch den Funktionsgraph von Polynomen ersetzen, und wir möchten die Polynome so wählen, dass man das Verhalten von f in einem bestimmten Punkt bestmöglich approximieren kann. Es wird sich herausstellen, dass die richtigen Polynome gerade die Taylor-Polynome sind. Deshalb werden wir die erstmal definieren und dann später werden wir zeigen, dass die tatsächlich sehr gut das lokale Verhalten von f wiedergeben können. Fürs Taylor-Polynom schauen wir folgende Situation an. Wir brauchen zunächst mal eine Funktion f, die k-mal differenzierbar ist, und zwar auf einem offenen Intervall. Und wir fixieren einen Punkt in dem Intervall. Der Punkt hier ist a genannt. Und dann definieren wir hier diesen Ausdruck. Das definiert uns eine Funktion von r nach r. X ist hier die Variable in dem Ausdruck. A ist sozusagen ein Parameter, den wir festhalten. Und wie ist der Ausdruck aufgebaut? Nun, da kommen Ableitungen der Ordnung L vor. Ich darf daran erinnern, dass das unsere Notation war, dafür, dass wir f L mal ableiten. Wenn L gleich 0 ist, dann ist das, was hier steht, gerade die Funktion selber. Wir müssen dann durch diesen Faktor hier teilen und dann kommt hier ein Monom, das um a herum zentriert ist und den Exponenten L hat. Und das alles summieren wir auf. Und dieses Polynom, das hier definiert wird, hat eben den Grad k. Und hat höchstens den Grad k, muss man sagen, denn es könnte ja auch sein, dass die k-te Ableitung von f verschwindet. Aber man nennt eben diesen Ausdruck das k-te Taylor-Polynom, beziehungsweise das Taylor-Polynom der Ordnung k von der Funktion f im Punkt a. Gut, schauen wir uns ein paar Beispiele an für diese Taylor-Polynome. Und zunächst möchten wir uns nochmal genau klar machen, was dort steht. Und um den Ausdruck auch besser zu verstehen, bietet es sich an, sich einfach mal das dritte Taylor-Polynom mal
hinzuschreiben in einer anderen Form. Dazu schreiben wir mal aus, was diese Summe bedeutet für k gleich 3. Der erste Term, wenn L gleich 0 ist, was passiert da? Nun, dann steht hier irgend x minus a hoch 0, das ist immer 1. Dann ist die Fakultät von 0 eben auch 1 und die nullte Ableitung von f ist gerade die Funktion selber. Das heißt, der erste Term in dieser Entwicklung ist einfach die Funktion f in diesem Punkt, an dem wir entwickeln möchten, also f von a. Wenn L gleich 1 ist, steht hier die erste Ableitung von f an der Stelle a. Hier steht dann x minus a hoch 1, also x minus a und 1 Fakultät ist 1. Das heißt, wir bekommen diesen Ausdruck. Für L gleich 2 haben wir hier die zweite Ableitung von a, sieht man hier. 2 Fakultät ist 2, haben wir hier diesen Vorfaktor und x minus a hoch 2, diesen Ausdruck finden Sie dann hier. Und für L gleich 3, ja gut, da kommt eben die dritte Ableitung vor. 3 Fakultät ist 3 mal 2 mal 1, also 6. Deshalb steht hier ein Sechstel und hier steht x minus a hoch 3. Und so könnte man das fortsetzen. Okay, als erstes explizites Beispiel schauen wir uns das Taylor-Polynom mal an für die Funktion f von x ist gleich x Quadrat und zwar an der Stelle a. Okay. Dann rechnet man sich die Ableitung aus, also die nullte Ableitung ist die Funktion selber. Die erste Ableitung ist f' von a das bedeutet, wenn man das hier ausschreibt, ist f' von a ja nichts anderes als 2 mal a. Dann die zweite Ableitung an der Stelle a ist eben dann 2 konstant. Und wenn wir uns höhere Ableitung ansehen als 2, dann kommt da eben immer 0 raus für die höheren Ableitungen. Und das bedeutet nun, dass wenn wir das Taylor-Polynom aufschreiben, dann sehen Sie hier eben den nullten Term der Entwicklung, das ist dann a Quadrat. Dann sehen Sie hier 2 mal a, die Ableitung an der Stelle a mal x minus a. Das ist also dann hier das Taylor-Polynom erster Ordnung. Das Taylor-Polynom k-ter Ordnung mit k größer gleich 2 sehen Sie hier. Da finden Sie das Taylor-Polynom erster Ordnung wieder und es kommt dann eben noch der Term dazu, der zum Index L gleich 2 gehört. Und da sehen Sie eben 1/2, das ist der Vorfaktor, dann die Ableitung, die zweite Ableitung von f an der Stelle a, und das ist einfach konstant 2 mal x minus a Quadrat. Und die Entwicklungsterme der Ordnung k größer 2, die entfallen ja alle, weil dort die Ableitung 0 ist. Das heißt, die Terme sind alle 0. Und das heißt, das Taylor-Polynom für k größer gleich 2 sieht immer so aus. Und wir sehen sofort, dass das zunächst mal wieder ein Polynom ist der Ordnung 2. Und jetzt, wenn man das hier mal genau ausrechnet, alles ausmultipliziert und dann vereinfacht, stellt man fest, da steht nichts anderes als x Quadrat, also als die Funktion, mit der wir gestartet sind, selber. Das heißt, die Taylor-Polynome der Ordnung k größer gleich 2 approximieren perfekt diese Funktion, diese quadratische Funktion f von x gleich x Quadrat. Ja, ein zweites Beispiel, das wir uns anschauen wollen, ist die Exponentialfunktion und wir wollen uns das Taylor-Polynom an der Stelle a gleich 0 ansehen. Und jetzt die Exponentialfunktion hat ein paar besondere Eigenschaften, nämlich die Ableitung der Exponentialfunktion ist die Exponentialfunktion selber und außerdem ist die Exponentialfunktion an der Stelle 0, also an dem Punkt, wo wir sie entwickeln wollen, immer 1. Das heißt, in der Definition des Taylor-Polynoms stehen ja immer die höheren Ableitungen von f an der Stelle a und da die höheren Ableitungen alle in diesem Fall dann die Exponentialfunktion sind und die Stelle, die 0 ist, heißt, dass die ganzen Terme, wo eben Ableitungen vorkommen und an der Stelle a ausgewertet müssen, sind einfach 1. Und daher vereinfacht sich dann die Definition des Taylor-Polynoms in diesem speziellen Beispiel und wir erhalten dann diese Summe. Und wenn man da mal genau hinschaut, dann ist das nichts anderes als die abgebrochene Reihendarstellung der Exponentialfunktion. Das heißt, das Taylor-Polynom der Exponentialfunktion an der Stelle 0
der Ordnung K ist nichts anderes als die abgebrochene Reihendarstellung der Exponentialfunktion, wobei wir nur die ersten k plus 1 Terme berücksichtigen. Und das ist ganz gut, sich das zu merken, denn so kann man sich auch die Definition des Taylor-Polynoms gut merken. Man muss sich nur an die Exponentialfunktion erinnern, dann weiß man, was da für Vorfaktoren kommen und kann den Rest dann sozusagen rekonstruieren. Okay, als nächstes und letztes Beispiel schauen wir uns die Sinusfunktion an, die wir an der Stelle 0 entwickeln wollen. Das erste Taylor-Polynom der Ordnung 0, also das nullte Taylor-Polynom, ist die Funktion an der Stelle 0 selber. Dann können wir uns das Taylor-Polynom der Ordnung 1 ansehen. Da müssen wir f' an der Stelle 0 dazu addieren, also f' an der Stelle 0 mal x dazu addieren. F' ist Cosinus und an der Stelle 0 ergibt das eben eine 1 und wir sehen, dass das erste Polynom, Taylor-Polynom, eben dann die lineare Funktion x ist. Und dann kann man den nächsten Term dazu addieren und da stellt man fest, weil er die zweite Ableitung vom Sinus minus Sinus ist und Sinus an der Stelle 0 eben 0 ist, sieht man, dass das zweite Taylor-Polynom identisch ist mit dem ersten in dieser Situation. Das heißt, wir kriegen hier keine kompliziertere Funktion, die dann auch besser die Funktion approximieren würde, sondern in dem Fall ist eben das zweite Taylor-Polynom mit dem ersten identisch. Dann kann man das dritte Taylor-Polynom noch ausrechnen, dann kriegt man also den Ausdruck x minus ein Sechstel x hoch 3. Und man würde jetzt auch wieder feststellen, dass das vierte Taylor-Polynom mit dem dritten identisch ist und insgesamt würde man sehen, dass jedes Taylor-Polynom mit einer Ordnung, die ungerade ist, gerade identisch ist mit dem vorangegangenen Taylor-Polynom. Ein paar Bemerkungen zur geometrischen Bedeutung der Taylor-Polynome. Wenn wir uns das Taylor-Polynom der Ordnung 1 ansehen, einer Funktion f im Punkt a, das heißt, das ist dann gerade, ich habe das nochmal hin, eine affine Abbildung in x. Und die haben wir vorhin schon gesehen, das ist x, die haben wir vorhin schon gesehen, denn das ist gerade, wenn wir den Graphen dieser Abbildung ansehen, ist es gerade die Tangente an den Funktionsgraphen der Funktion f in dem Punkt a, fa. Das können wir hier mal anzeichnen. Koordinatensystem, hier ist der Punkt a. Das wäre meine Funktion f. Dann ist dieser Punkt hier, der hat die Koordinaten a, fa. Und der Funktionsgraph dieser affinen Abbildung geht eben durch diesen Punkt und ist gerade tangential zum Funktionsgraphen von f. Das ist also der Funktionsgraph von t1. Wenn wir uns das zweite Taylor-Polynom ansehen, dann kommt an dieser Stelle noch dieser Faktor in halb f2' an der Stelle a x minus a zum Quadrat vor. Und das heißt, was man hier sieht, ist dann eine quadratische Funktion und der Graph von so einer quadratischen Funktion ist eben eine Parabel. Kann ich hier auch mal anzeichnen in grün, die könnte vielleicht so aussehen, diese Parabel. Naja. Okay. Und jetzt kann man sich vielleicht diesen Vorfaktor nochmal genauer ansehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist dieser Vorfaktor eben größer 0, das heißt f2' von a ist echt größer 0. In diesem Fall ist die Parabel nach oben geöffnet. Wenn f2' von a echt kleiner 0 ist, ist die Parabel nach unten geöffnet. Und dann gibt es eben noch den Fall, so wie bei der Sinusfunktion von gerade eben, dass f2' an der Stelle, an der wir entwickeln, verschwindet. Und in dem Fall ist der Funktionsgraph des zweiten Taylor-Polynoms einfach auch nur eine Gerade. Und wir haben es dann mit so einer degenerierten Situation zu tun. So, was wir jetzt gleich zeigen werden, ist, dass diese Parabel, die zum zweiten Taylor-Polynom gehört, optimal gewählt ist, in dem Sinne, dass es die beste Parabel ist, die
sich an den Funktionsgraphen von f heranschmiegt, an diesen Punkt a. Und deshalb wird man die Parabel auch Schmiegeparabel an den Graphen von f in diesem Punkt a, fa. Ja, und das ist schon der Inhalt dieses Satzes. Der Satz, nämlich die eindimensionale Taylor-Entwicklung. Und der Satz sagt Folgendes aus. Wir starten mit einer Funktion, die k plus 1 mal differenzierbar ist auf einem offenen Intervall. Wir wählen uns dann zwei Punkte aus dem Intervall. Einen Punkt a, an dem wir die Funktion f entwickeln möchten. Und einen anderen Punkt x, der von a verschieden ist. Beide liegen aber im Definitionsbereich der Funktion f. Und die Aussage ist nun folgendes. Wir schreiben die Funktion f an der Stelle x auf als die Summe des Taylor-Polynoms, des Karten-Taylor-Polynoms an der Stelle a von f plus ein Rest. Und die Aussage des Satzes ist, dass dieser Rest auf diese Art dargestellt werden kann. Es sieht in gewisser Weise genauso aus wie der k plus erste Entwicklungsterm in der Taylor-Entwicklung von f. Aber wir werten hier die Ableitung, die k plus erste Ableitung, nicht in a aus, sondern an dieser Zwischenstelle tau, und tau liegt eben zwischen a und x. Das ist die Aussage der Taylor-Entwicklung. Und man muss das vielleicht so lesen, dass man sagt, dass f wird durch dieses Taylor-Polynom approximiert. Und das hier ist der Fehlerterm oder das Restglied. Und das Restglied ist klein, wenn x gegen a konvergiert. Und warum ist es klein? Nun, wenn x gegen a konvergiert, dann haben wir hier einen Ausdruck, der mit der Ordnung k plus 1 gegen 0 geht. Umso größer das k ist, umso schneller geht dieser Ausdruck gegen 0, wenn x gegen a konvergiert. Okay, vielleicht eine kurze Bemerkung. Man kann verschiedene, es gibt diesen Satz von Taylor in verschiedenen Formen. Der erste Teil ist immer identisch, aber das Restglied, das kann man auch anders aufschreiben mit einem Integral, oder wir werden auch eine andere Version sehen, wo man das nur qualitativ hinschreibt und nur die Konvergenzordnung beibehält. Und diese Form des Restglied heißt eben Lagrange's Restglied. Also das hier ist das Lagrange's das E Restglied. Ja, kommen wir zum Beweis, beziehungsweise nur der Beweisidee. Sie finden einen vollständigen Beweis im Skript, aber wichtig ist, dass Sie sich die Beweisidee einprägen. Und da ist zunächst mal es nützlich festzustellen, dass dieser Satz als Spezialfälle Aussagen beinhaltet, die Sie schon kennen. Wenn Sie zum Beispiel k gleich 0 setzen, wenn Sie die Ordnung auf 0 setzen, dann heißt es also, dass Sie sich eine Funktion f in C1 ansehen, und das, was dort steht, verkürzt sich dann oder vereinfacht sich zu der Aussage, dass f von x gleich f von a ist plus f' an der Stelle tau mal x minus a. Und das ist nichts anderes, wenn man das umsortiert, was man ruhig jetzt auch mal machen kann. Also das ist das gleiche wie f von x minus f von a durch x minus a gleich f von Strich von tau, wobei tau zwischen x und a liegt. Das, was Sie hier sehen, ist nichts anderes als der Mittelwertsatz, den Sie schon aus der Analysis 1 eben kennen. Das heißt, der Fall k gleich 1 entspricht dem Mittelwertsatz. Wenn wir uns den Fall k gleich 1 ansehen, das war gerade der Fall k gleich 0, und k gleich 1, da steht dann auf der linken Seite f von x, und auf der rechten Seite steht f von a plus f' von a mal x minus a, und dann kommt hier der Term mit dem Restglied. Und wenn man das jetzt umsortiert und diese Terme auf die linke Seite bringt, dann steht hier f von x minus f von a plus f' von a x minus a ist gleich das Restglied.
Und die Aussage ist, ja, wir können das Restglied sogar durch x minus a teilen, also durch das Inkrement teilen und erhalten dann immer noch einen Ausdruck, der gegen 0 konvergiert. Und das ist eben die Weierstrassche Zerlegungsformel, die wir für C1-Funktionen schon bewiesen haben. So, und den Fall für allgemeines k, also für k größer 1, den erhält man tatsächlich durch eine einfache Iteration des Mittelwertsatzes. Und die Details finden Sie dazu im Skript. Also wichtig ist, sich zu merken, dass man den Satz von Taylor beweist, indem man den Mittelwertsatz iteriert. Ja, hier sehen Sie nochmal Visualisierungen einer Funktion f, die wir approximieren möchten an dieser Stelle 0. Und es sind auch die Funktionsgraphen der Taylor-Polynome bis zur Ordnung 3 abgebildet. Das linke Bild zeigt einfach einen größeren Ausschnitt des Diagramms und hier ist nochmal in diesen Bereich hier hereingezoomt worden. Okay, jetzt gehen wir mal das durch. Also die grüne Kurve ist der Funktionsgraph der Funktion, die wir approximieren möchten, an der Stelle 0. Dann der orangene Graph ist das Taylor-Polynom der Ordnung 1. Da sehen Sie, dass es einfach eine Gerade ist. Und die rote Kurve ist der Graph des Taylor-Polynoms der Ordnung 2. Da sehen Sie, dass das eine Parabel ist, die nach unten geöffnet ist. Und dann das Taylor-Polynom der Ordnung 3 ist hier in Magenta eingezeichnet. Und wenn man das ein bisschen vergrößert in dem Bereich anschaut, an dem wir entwickeln, dann sieht man, dass die Magenta-Kurve doch näher an der grünen Kurve ist als die rote. Und die rote ist näher an der grünen Kurve, wenn man sich dem Punkt nähert, als eben die orangene Kurve. Und der Satz von Taylor quantifiziert diese visuelle Beobachtung. Ja, jetzt möchten wir die Taylor-Entwicklung im Mehrdimensionalen diskutieren. Das heißt für Skalarfelder, die auf einem Gebiet des Rn definiert sind. Und die Idee ist folgende: Wenn Sie beispielsweise eine Taylor-Entwicklung um den Punkt A herum betrachten möchten, sagen wir, Sie möchten wissen, wie das Verhalten von f an der Stelle a plus h ist und das approximieren, indem Sie jetzt um a herum entwickeln. Das heißt, hier würde f von a stehen und hier würden dann Terme höherer Ordnung kommen, ein Polynom erscheinen. Dann können Sie diese Situation auf die eindimensionale Situation zurückführen und das macht man mit dieser Hilfsfunktion hier. Schauen wir uns dieses g an. Das g geht von 0, 1 nach r. Und für den Parameter t wird f einfach an der Stelle a bis th ausgewertet. Wenn t gleich 0 ist, steht hier f von a. Und wenn t gleich 1 ist, steht hier f von a plus h. Und jetzt können wir einfach dann die Taylor-Entwicklung ansehen von g. Und die kennen wir schon, weil das hier ist der eindimensionale Fall. Wenn man das also macht, kommen ja in der Taylor-Entwicklung von g Ableitung vor von g. Zum Beispiel g' an der Stelle t müssen wir ausrechnen können, um die Taylor-Entwicklung hinschreiben zu können von g. Und wenn wir g ableiten, erscheinen Ableitungen von f. Zum Beispiel wissen wir bereits, dass g' von t nichts anderes ist als der Gradient von f an der Stelle a plus t mal h mal das Skalarprodukt mit h. Wenn wir jetzt höhere Ableitungen von g uns ansehen, dann werden Ausdrücke vorkommen, die höhere partielle Ableitung oder Linearkombination von höheren partiellen Ableitungen von f beinhalten. Und auch Polynome enthalten, die aus deren Faktoren aus den Komponenten des Vektors h zusammengesetzt sind. Und im Prinzip ist es alles sehr einfach. Man kann das Schritt für Schritt alles hinschreiben und ausrechnen, aber die Terme werden sehr, sehr lang, wenn man das einfach so macht. Und deshalb ist es nun wichtig, eine sinnvolle Notation einzuführen, eine praktische Notation, sodass man über diese ganzen Ableitungen, die dort auftreten, gut Buchhaltung führen kann. Und wie man das macht, ist eben diese Multi-Index-Notation zu verwenden.
Und die möchten wir jetzt zunächst mal einführen und dann kommt die Taylor-Entwicklung im Mehrdimensionalen. Also was ist ein Multi-Index? Nun, ein Multi-Index ist einfach ein Vektor, oder nicht, man sollte nicht Vektor sagen, ist ein N-Tupel, hat also N Einträge und die einzelnen Einträge sind natürliche Zahlen. Bei uns beginnen die natürlichen Zahlen mit der 0, ne? Das heißt, Alpha 1 bis Alpha N sind einfach Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und das fasst man als N-Tupel zusammen und nennt das Ergebnis dann einen Multi-Index. Und meistens verwendet man so kleine griechische Buchstaben, Alpha, Beta, um Multi-Indizes zu bezeichnen. Und wenn wir dann so einen Multi-Index haben, dann können wir die Ordnung des Multi-Index definieren. Dieses Symbol wird hier definiert. Und was man macht, ist, man summiert einfach die einzelnen Einträge auf. Die Einträge sind nicht negativ, das heißt, da kommt dann immer eine nicht negative Zahl raus. Und man führt auch dann die Fakultät des Multi-Index ein, indem man einfach die Fakultäten der einzelnen Einträge miteinander multipliziert. So, der Kern der Multi-Index-Notation ist nun folgendes. Wir können jedem Multi-Index Alpha eine höhere partielle Ableitung zuordnen. Und das passiert hier. Hier definieren wir diese Notation, die Alpha F an der Stelle x. Wir sagen dazu, das ist die Alpha, die partielle Ableitung von F an der Stelle x. Und wie ist das definiert? Nun, wir nehmen einfach Alpha 1 partielle Ableitung in Richtung x1, dann Alpha 2 partielle Ableitung in Richtung x2 und so weiter. Und schließlich Alpha n partielle Ableitung in Richtung xn von F an der Stelle x. Und das heißt, insgesamt nehmen wir Alpha 1 plus Alpha 2 und so weiter bis plus Alpha n partielle Ableitung. Das heißt, die Anzahl der partiellen Ableitungen, die hier vorkommen und hintereinander ausgeführt werden, ist gerade die Ordnung des Multi-Index. Und deshalb müssen wir hier fordern, dass eben f Alpha, Ordnung Alpha mal differenzierbar ist. Zumindest partiell differenzierbar ist. Hier nehmen wir sogar an, dass es Ordnung Alpha mal stetig differenzierbar ist. Okay, jetzt kann es natürlich auch passieren, dass ein Eintrag des Multi-Index 0 ist und da ist die Konvention, dass wir dann diesen Faktor in diesem Ausdruck einfach durch 1 ersetzen. Und das ist nur zur Erinnerung, wir schreiben eben das so auf, wenn wir zum Ausdruck bringen möchten, dass wir L mal in Richtung xj ableiten. Dass wir also L mal die partielle Ableitung nach xj durchführen möchten. Okay, das nächste, was wir noch brauchen, und das ist auch das letzte, was die Multi-Index-Notation angeht, ist, dass wenn wir einen Vektor x im Rn haben, dann können wir ein Monom definieren, x hoch Alpha. Alpha, wie gesagt, ist ein Multi-Index hier. Und was macht man hier? Man nimmt die j-Komponente hoch Alpha j und nimmt dann das Produkt all dieser n-Faktoren. Okay, das ist alles nicht kompliziert, man muss sich daran gewöhnen und am besten versteht man es, wenn man sich ein paar Beispiele ansieht. Hier ist ein Beispiel für n gleich 3, dann ist ein Multi-Index beispielsweise dieses 3-Tuppel mit Einträgen 2, 1, 0. Dann ist die Ordnung eben 2 plus 1, also 3. Die Fakultät ist 2 Fakultät mal 1 Fakultät mal 0 Fakultät, das ist 2 mal 1 mal 1, das ist 2. Und x hoch Alpha ist also dann x1 hoch 2, x2 hoch 1, x3 hoch 0. x3 hoch 0 ist ja 1 nach unserer Definition und damit ist eben x hoch Alpha nichts anderes als x1 Quadrat mal x2. Und die Alpha, die partielle Ableitung von f, ist dann eben 2 mal nach x1 ableiten. Und dann nach x2 ableiten und 0 mal nach x3 ableiten. Und dann, wenn wir die Definition ausschreiben, erhalten wir diesen Ausdruck. Hier ist noch eine Bemerkung. So wie wir das hier aufgeschrieben haben, wird man immer in dieser Reihenfolge, wie es hier steht, eben partiell differenzieren. Und man kann mit der Notation nicht irgendwie angeben, dass man jetzt erst nach x1 und dann nach x2 und dann wieder nach x1 differenzieren möchte. Und das ist auch gar nicht notwendig, so eine Information mit aufzunehmen, denn
Diese Multi-Index-Notation wird man immer verwenden in Situationen, in denen es auf die Reihenfolge des partiellen Ableitens nicht ankommt. Und hier sind wir in so einer Situation, denn wir haben ja angenommen, dass f Ordnung Alpha mal stetig differenzierbar ist und dann sagt uns das Lemma von Schwarz, dass es auf die Reihenfolge des partiellen Differenzierens nicht ankommt. Okay, jetzt sind wir soweit, die höheren Ableitungen unserer Hilfsfunktion zu identifizieren und das passiert hier in dem Lemma 283. Wir nehmen an, dass wir eine Funktion f haben, die k-mal differenzierbar ist auf einem offenen Gebiet. Wir schauen uns einen Punkt an in Omega und noch ein Vektor h. Ich mache mal hier ein Bild hin. Das ist also unser Omega. Hier haben wir ein x und wir möchten, dass x plus h eben auch in Omega enthalten ist. Aber nicht nur dieser Punkt, sondern die ganze Streckenverbindung von x nach x plus h soll in Omega enthalten sein. Und die Aussage ist nun folgendes: Wir finden ein offenes Intervall i, das das Intervall 0, 1 enthält, sodass die Funktion g, die hier definiert ist, eine CK-Funktion definiert auf dem Intervall i. Und zweitens können wir dann die Ableitung bis zur Ordnung k von g explizit hinschreiben mit Hilfe der Multi-Index-Notation. Wenn wir die k-te Ableitung von g berechnen möchten, müssen wir hier über alle Multi-Indizes der Ordnung k summieren. Und das heißt, die partiellen Ableitungen, die hier vorkommen von f, sind gerade partielle Ableitungen mit k partiellen, also eine partielle Ableitung der Ordnung k. Und hier kommt noch h hoch Alpha vor, das haben wir gerade auch erklärt, was das bedeutet. Und Alpha-Fakultät kommt auch vor und das haben wir auch erklärt. So, diesen Ausdruck muss man sich einfach merken. Schauen wir uns nochmal die Funktion an, um die zu erklären. Also dieses g ist also eine Abbildung, die auf einem Intervall i definiert ist und das Intervall i enthält das Intervall 0, 1. Und dann kann man sich zunächst mal anschauen, was da drin steht. Das ist einfach eine Streckenverbindung, die ein Parameter t auf einen Punkt in dieser Streckenverbindung abbildet. Und dann wird das Ganze noch verknüpft mit f und auf eine reelle Zahl abgebildet. Und diese Verknüpfung ist dann unser g. Und wenn man sich das nochmal ansieht, dann stellt man eben fest, für t gleich 0 hat man hier f von x stehen, für t gleich 1 hat man hier x plus h stehen. Und jetzt ist man aber vor allem an den Ableitungen an der Stelle x und h interessiert, was eben den Punkten 0 und 1 entspricht. Deshalb möchte man g, damit man nicht am Rand differenzieren muss, eben auf einem bisschen größeren Intervall definieren. Und das ist das Intervall i. Ja, kommen wir mal zur Beweisskizze. Sie finden einen ausführlichen Beweis im Skript, aber eine Skizze können wir hier schon machen. Zunächst kann man kurz diskutieren, dass es dieses offene Intervall i, das eben das abgeschlossene Intervall 0,1 beinhalten soll, tatsächlich gibt. Und es liegt daran, dass da Omega ja offen ist und wir fordern, dass die Streckenverbindung von x nach x plus h in Omega enthalten ist. Aufgrund der Offenheit folgt daraus auch, dass wenn wir diese Streckenverbindung ein bisschen vergrößern, ein kleines Stücklein, dann ist das, was hier eingezeichnet ist, immer noch in Omega enthalten. Und das Vergrößern dieser Streckenverbindung bedeutet eben, dass man hier gerade das Intervall 0,1 ein bisschen vergrößert. Und das führt dann dazu, dass man das offene Intervall auch tatsächlich bekommt. Okay, die Differenzierbarkeit ist zunächst mal kein Problem, wenn wir uns zunächst mal klar machen, dass aus der Kettenregel eben die Differenzierbarkeit von g folgt. Ne? Denn die Abbildung, die t auf x plus t mal h abbildet, die ist eine lineare Abbildung, damit beliebig oft stetig differenzierbar. Und wenn f jetzt CK ist, dann haben wir hier eine Verknüpfung von differenzierbaren Funktionen und die Kettenregel liefert einem dann, dass g eben zunächst mal einmal stetig differenzierbar ist. Und
Und wir erhalten auch eine Formel, nämlich dass G' von t gerade der Gradient inneres Produkt mit h durch, also das G' von t durch den Gradienten im Skalarprodukt mit h gegeben ist. Und hier macht es mal Sinn, das nochmal auszuschreiben, was hier steht, damit das mit der Notation zusammenpasst. Das ist also dann Summe von j gleich 1 bis n d dxj f an der Stelle x plus t h und das Ganze mit dem j-Eintrag von h multipliziert. Und was hier auf der rechten Seite steht, ist nichts anderes als die Summe über alle Multi-Indizes der Ordnung Alpha gleich 1. Diese Multi-Indizes der Ordnung Alpha gleich 1 sind also Alphas, die an genau einer Stelle eine 1 haben und sonst überall 0 sind. Und in dem Fall ist eben dann diese partielle Ableitung, kann dann eben aufgeschrieben werden wie die Alpha Tilde partielle Ableitung von f mit Alpha Tilde mit diesem Multi-Index, der bei 0 ist und an der Stelle j eben eine 1 hat. Und hier summieren wir über alle Multi-Indizes dieser Form. Und das andere, was man auch feststellt, wenn man das Alpha so wählt, dann ist dieses hj nichts anderes als h hoch zur Potenz Alpha Tilde nach unserer gerade diskutierten Notation. Außerdem ist in diesem Fall k gleich 1 und k-Fakultät ist von 1, mit k gleich 1 ist eben 1 und die Ordnung ist auch 1, das heißt Alpha-Fakultät ist auch 1. Und dann sieht man, dass für k gleich 1 diese Formel erstmal richtig ist. Okay, ich mache ein bisschen Platz. So, jetzt möchten wir uns k gleich 2 mal ansehen und da sagt uns jetzt die Kettenregel angewendet auf G', sagt uns dann, das G' ist ja dann die Summe dieser Funktionen, die Sie hier sehen und das, was hier steht, ist also eine Linearkombination dieser Funktionen, die Sie hier sehen und diese Funktion, die hier steht, ist ja wieder eine Verkettung dieser affinen Abbildung mit einer differenzierbaren, stetig differenzierbaren Abbildung, nämlich der partiellen Ableitung von f nach xj. Und das heißt, die Kettenregel sagt uns, ja, dieses G' ist auch C1, das heißt, das G selber ist C2. Und wir kriegen auch eine Formel. Und wir können jetzt G2' wieder differenzieren. Und das macht man, indem man die gleiche Beobachtung, die man hier im Punkt 1 gemacht hat, auf diesen einen Faktor hier anwendet und dann das alles zusammenzählt und das führt dann auf folgenden Ausdruck. Wir müssen also zunächst mal von j gleich 1 bis n summieren und jetzt kommt das, was hier passiert ist, auf der Ebene von der partiellen Ableitung von f nach xj und hier nennen wir jetzt den zweiten Index mal l und steht hier die Ableitung d nach d Delta Delta XL von dieser Funktion, also von Delta Delta XJ F X plus TH mal HJ und durch das Differenzieren, Nachdifferenzieren kriegt man hier noch ein HL. Ja, und das, was hier steht, das kann man wieder aufschreiben als ein D Alpha Tilde von F X plus TH mal H hoch Alpha Tilde und ja, jetzt muss man schauen, wie das Alpha Tilde gewählt ist. Und dazu brauche ich ein bisschen Platz, deshalb lösche ich das mal hier oben. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und hier muss man zwei Fälle unterscheiden. Es kann passieren, dass entweder das L gleich J ist, wenn wir uns den Ausdruck ansehen, oder dass L ungleich J ist. Und wenn L ungleich J ist, dann ist der Multi-Index Alpha Tilde von folgender Form, da stehen überall Nullen und an zwei Stellen steht eine 1. Und zwar an der Stelle, an der L-ten Stelle und an der J-ten Stelle. Und mit diesem Multi-Index
ist halt die Alpha Tilde F gerade das, was da oben steht, und H hoch Alpha Tilde ist gerade HJ mal HL. In diesem Fall sehen wir auch, dass Alpha Fakultät gerade 1 ist und dass genau, die Alpha Fakultät ist gerade 1. Und wir sehen auch, dass diese Terme hier in dieser Summe zweimal vorkommt. Nämlich es kommt einmal vor in der Reihenfolge LJ und dann aber auch mit vertauschten Indizes kommt es nochmal vor. Beispielsweise die partielle Ableitung nach x1 und x2 kommt einmal vor, wenn j gleich 1 ist und wenn l gleich 2 ist, aber auch wenn j gleich 2 ist und l gleich 1. Das heißt, diese beiden partiellen Ableitungen, die ja dieselben sind aufgrund des Lemma von Schwarz, werden durch denselben Multi-Index beschrieben. Aber sie sind in der Summe getrennt aufgeführt. Andererseits, wenn L gleich J ist, dann ist das Alpha Tilde vom folgenden Format, da stehen überall Nullen und dann steht irgendwo eine 2 und dann stehen überall Nullen wieder. Und die 2 steht genau an der Stelle L gleich J. In diesem Fall ist Alpha Fakultät gerade 2. Und das, was diese Situation L gleich J, diese zweite Ableitung in Richtung XL bzw. XJ, die kommt genau einmal vor. So, und jetzt sieht man schon, dass man hier ein bisschen aufpassen muss beim Zählen. Zum einen sieht man, dass man die ganzen Terme hier darstellen kann, indem man über die Multi-Indizes der Ordnung 2 summiert. Und dann steht hier tatsächlich die Alpha von f x plus th hoch mal h Alpha. Und damit man das jetzt richtig hinkriegt mit der Zählung, dass man berücksichtigt, dass das ja zweimal vorkommt und das hier nur einmal, kommt hier eben hier der Vorfaktor rein. K-Fakultät, in dem Fall 2-Fakultät über Alpha-Fakultät, dann sieht man in dem ersten Fall, wo was doppelt vorkommt, ist 2-Fakultät über Alpha-Fakultät gerade 2 und in dem zweiten Fall, wo der Term eben nur einmal vorkommt, steht hier ein Vorfaktor 1. Ja, und das, was dann eben hier steht, in dieser Zeile ist die Behauptung für den Fall k gleich 2. Ja, und den allgemeinen Fall, den kriegt man eben durch Iteration, also höhere Ableitung. Da muss man einfach dieses Argument von eben iterieren und eben sinnvoll buchhalten mit den. Also eine sinnvolle Buchhaltung betreiben mit den Termen, die auftauchen, und da hilft die Multi-Index-Notation und die technischen Details sehen Sie im Skript. Ja, mit Hilfe dieses technischen Lemmas können wir jetzt den Satz von Taylor für Skalarfelder beweisen. Die Taylor-Entwicklung für Skalarfelder ist der zentrale Satz in diesem Kapitel. Das ist die mehrdimensionale Version der Taylor-Entwicklung. Situation ist folgende: Wir nehmen an, wir haben eine offene Menge Omega, offene Teilmenge des Rn und eine Funktion f, ein Skalarfeld auf Omega, das k plus 1 mal stetig differenzierbar ist. Und wir haben zwei Punkte, einen Punkt A, um den herum wir f entwickeln möchten, und einen zweiten Punkt x. Und wir möchten, dass die Streckenverbindung von A nach x vollständig in A enthalten ist. Naja, wenn wir ein A fixieren und da wir eine offene Menge haben, können wir immer eine kleine Kugel finden, sodass die gesamte Kugel um A herum in Omega enthalten ist und dann können wir einfach beispielsweise einen Punkt x aus der Kugel nehmen und dann wäre diese Voraussetzung dann erfüllt. Das heißt, für jedes A findet man eine kleine Umgebung, um die herum man f entwickeln kann und wo dann dieser Satz hier anwendbar ist.
Und der Satz sagt nun folgendes: Wir finden eine Zwischenstelle Xi, sodass diese Formel hier gilt. Hier haben wir auf der linken Seite f an der Stelle x. Dann kommt das Taylor-Polynom der Ordnung k, das mehrdimensionale Taylor-Polynom der Ordnung k. Und dann kommt ein Restglied. Und bei dem Restglied haben wir wieder einen Ausdruck, der genauso aussieht wie das k plus erste, der k plus erste Entwicklungsterm der Taylor-Entwicklung von f. Aber die Ableitung ist, die partielle Ableitung ist an der Zwischenstelle Xi eben ausgewertet. Also hier sieht man das Xi wieder. Das ist also genau ganz analog zu der Aussage im Eindimensionalen. Und das, was hier steht, das ist eben ein Polynom in x der Ordnung k, die höchste Potenz, die eben vorkommt, ist die k-te. Und wir nennen dieses Polynom eben das k-te Taylor-Polynom von f im Punkt a. Ja. So, wie sieht der Beweis aus? Der ist jetzt relativ einfach. Wir schauen unsere Hilfsfunktion an, dieses g von t. Und wir können auf diese Hilfsfunktion, von der wir aufgrund des Lemmas wissen, dass sie eben k plus einmal stetig differenzierbar ist, auf einem Intervall, offenen Intervall, welches das Intervall 0, 1 enthält, können wir den eindimensionalen Taylor anwenden. Und das bedeutet, dass f von x, was ja das gleiche ist wie g von 1, ne, wenn wir hier für t gleich 1 setzen, dann steht hier f von x g von 1. Wir können g von 1 eben mit Hilfe der Taylor-Entwicklung aufschreiben. Hier sehe ich einen Fehler, das müsste hier ein g sein. Da haben Sie hier also das eindimensionale k-te Taylor-Polynom von g und hier den Restterm, das Lagrange-Restglied. Und zwar ausgewertet an einer Zwischenstelle tau im Intervall 0, 1. Und jetzt können wir unsere Rechenregel, unser Lemma anwenden. Das erlaubt eben die L-te Ableitung von g mit Hilfe partieller Ableitung von f auszudrücken. Das ist hier passiert. Also der Ausdruck ist nichts anderes. Das, was hier steht, ist genau dieser Ausdruck nach dem Lemma 283, das wir gerade diskutiert hatten. Und dann sieht man, dass hier die Fakultät von L sich rauskürzt. Und wir hier, wenn wir die zwei Summen zusammenfassen, eben, wenn wir die zwei Summen zusammenfassen, eben, eine Summe haben, die von L gleich 0 bis K läuft und dann summieren wir über alle Multiindizes der Ordnung L. Das heißt, wir haben hier eine Summe, wobei wir über alle Multiindizes bis zur Ordnung kleiner gleich K aufsummieren. Und das ist genau das Taylor-Polynom der Ordnung K. Schreiben das ruhig auch dazu. Also das, was hier steht, ist also das k-te Taylor-Polynom von f im Punkt a. Okay, bei dem Restterm können wir auch das Lemma anwenden und erhalten dann diesen Ausdruck. Und auch hier ist ein Schreibfehler, hier müsste noch ein f hin. Und hier sehen wir eben, dass wir die Alpha d partielle Ableitung von f an dieser Stelle a plus tau mal x minus a auswerten müssen. Und das ist gerade dann unsere Zwischenstelle Xi, die wir ja gesucht haben. Und dann stellt man noch fest, dass sich eben hier diese Faktoren rauskürzen und wir erhalten auf diese Weise dann genau den Ausdruck, den wir für das Restglied behauptet haben. Ja, das war also die Taylor-Formel im Mehrdimensionalen und für beliebige Ordnungen. Und für uns ist es vor allem wichtig, dass man die Taylor-Formel bis zur Ordnung 2 versteht. Das heißt, das sind dann Taylor-Polynome, bei denen dann eben zweite partielle Ableitungen vorkommen.
Und da gibt es dann eine praktischere Schreibweise, die ein bisschen übersichtlicher ist als die Multi-Index-Notation. Und um die einzuführen, benötigen wir die Hesse-Matrix. Die Hesse-Matrix ist folgendes Objekt. Dazu braucht man zunächst mal eine Funktion f auf einer offenen Menge des Rn definiert. Und f soll zweimal partiell differenzierbar sein in x. Und dann können wir also diese zweiten partiellen Ableitung bilden von f. Und wir können alle partiellen Ableitungen, zweiten partiellen Ableitungen zu einer Matrix zusammenfassen. Und das ist hier passiert. Also dieses h-Index f an der Stelle x ist diese Matrix, die Sie hier sehen. Und die Einträge der Matrix sind eben die zweiten Ableitungen, partiellen Ableitungen von f. Und wenn Sie da zum Beispiel eine Zeile entlang gehen, dann zählt hier diese erste partielle Ableitung von x1 nach xn hoch. Und wenn Sie runtergehen, dann ist die zweite partielle Ableitung, zählt dann von x1 nach xn hoch. Und so kriegen Sie dann alle partiellen Ableitungen. Wenn Sie das mit Indexnotation schreiben wollen, dann steht hier f von x an der Stelle ij. Ite Zeile, jte Spalte ist eben dann Delta, Delta xj, Delta, Delta xi, f von x. Und wenn f zweimal stetig differenzierbar ist, dann kommt es auf die Reihenfolge nicht an. Das heißt, dann ist die Hesse-Matrix eben symmetrisch. So, und mit Hilfe dieses Objektes kann man jetzt die Taylor-Polynome im Mehrdimensionalen besser aufschreiben. Und das geschieht hier in der Bemerkung. Das erste ist der erste Entwicklungsterm in der Taylor-Formel. Den kann man mit Hilfe des Gradienten umformulieren. Das haben wir uns schon klar gemacht. Im Beweis des Lemmas. Und den zweiten Entwicklungsterm kann man jetzt mit Hilfe der Hesse-Matrix umschreiben. Und in gewisser Weise haben wir dort dieses Skalarprodukt in dem Lemma schon ausgeschrieben gehabt. Das war diese Doppelsumme über die Indizes J und L. Und wenn man da mal genau hinguckt, dann sieht man, dass das gerade die Hesse-Matrix, dass man gerade diesen Ausdruck mit der Hesse-Matrix eben dann darstellen kann. Das heißt, dass wir jetzt für eine C2-Funktion die Taylor-Formel mit Hilfe der Hesse-Matrix ausdrücken können. Und das passiert nochmal in dieser Bemerkung. Und dort bekommen wir eine Formel, eine Taylor-Formel in der qualitativen Form, die zumindest bis zur Ordnung 2 geht und die für unsere Zwecke sehr praktikabel sein wird. Okay, also hier nehmen wir an, dass f eben eine C2-Funktion ist. Das heißt, die zweiten partiellen Ableitungen sind alle stetig und das bedeutet, man kann die Reihenfolge des Ableitens vertauschen und das heißt, die Hesse-Matrix ist symmetrisch, eine Konsequenz des Lemma von Schwarz. Dann fixieren wir einen Punkt in unserem Gebiet und weil Omega offen ist, gibt es eben eine kleine Kugel, die diesen Punkt A enthält. Ich mache mal das Omega hin, hier ist unser A und dann gibt es hier eben eine kleine Kugel. Radius R um A herum. Wenn wir jetzt die Taylor-Formel für Skalarfelder anwenden, dann finden wir für jeden Vektor H, der eine Länge hat kleiner als R, eine Zwischenstelle, die von diesem H abhängt, sodass eben die Taylor-Formel gilt. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Aufgrund dieser Voraussetzung ist A plus H ein Punkt in dieser Kugel. Und die ist in Omega enthalten und auch die Streckenverbindung von A nach A plus H ist vollständig in Omega enthalten. Und diese Zwischenstelle liegt dann eben in dieser Streckenverbindung, die A und A plus H verbindet. Und dann sehen Sie hier das Taylor-Polynom der Ordnung 1 und hier den Restterm. Der Restterm kam ja in der Form des zweiten Entwicklungsterms der Taylor-Entwicklung, aber ausgewertet an der Zwischenstelle. Und was wir jetzt machen möchten, ist, wir möchten hier die hessische nicht bei an der Zwischenstelle ansehen, sondern an der Stelle, an der wir entwickeln. Und dazu schauen wir uns diese Differenz an. Wir ziehen hier die hessische am Punkt A ab
Und dann wird sich gleich herausstellen, dass man hier jetzt noch durch die Norm von des Vektors h teilt, die euklidische Norm, und dass dieses ganze Ding hier, diese Differenz, skalierte Differenz, das bezeichnen wir jetzt mit Rho von h. Das heißt, für jedes h finden wir eine Zwischenstelle und mit Hilfe der Zwischenstelle können wir dann dieses Rho von h definieren. Und wir möchten das nur machen, wenn h ungleich 0 ist. Denn nur dann muss man entwickeln, sonst schaut man sich die gleichen Punkte hier links und rechts an. Und für h gleich 0 setzen wir Rho einfach 0. Und was dann eben gilt, ist zunächst mal, dass durch einfaches Umschreiben, also durch Addieren dieses Terms und Subtrahieren dieses Terms, erhalten wir aus dieser Taylor-Entwicklung eben diese Entwicklung. Und wir können jetzt das, was hier steht, als Restterm oder als Restglied interpretieren. Und jetzt hatten wir angenommen, dass die Funktion f zweimal stetig differenzierbar ist. Das heißt, die zweiten partiellen Ableitungen sind alle stetig. Und da die Einträge der Hesse-Matrix gerade zweite partielle Ableitungen sind, bedeutet das, dass nun Folgendes gilt: Wenn h gegen 0 geht, dann konvergiert er die Zwischenstelle, die ja zwischen a und a plus h liegt oder auf der Streckenverbindung liegt, konvergiert er dann gegen a. Und das bedeutet dann also, dass Xi von h gegen a konvergiert und weil jetzt die zweiten Ableitungen stetig sind, partiellen Ableitungen stetig sind, konvergieren die Einträge der Hesse-Matrix an der Zwischenstelle gegen die Einträge der Hesse-Matrix an der Entwicklungsstelle a. Und das heißt, auch die Matrizen konvergieren, wenn wir eine geeignete Norm auf dem Raum der Matrizen einführen. Ist egal welche, denn alle Normen sind ja äquivalent. Und das führt nun dazu, dass wir sagen können, also dieses Rho von h geht gegen 0 für h gegen 0. Und dann haben wir hier ein Restglied, wo wir explizit die Norm zum Quadrat haben von h mal einen Vorfaktor, der gegen 0 geht, wenn h gegen 0 geht. Und so dieses Restglied heißt eben auch Peano-Restglied. Und das ist jetzt analog zu der Weierstrass'schen Zerlegungsformel zu sehen. Dort hatten wir den gleichen Ausdruck, nur hatten wir hier eben nicht diese zweiten Ableitungen mit drin, nur die ersten. Und wir hatten beim Restglied kein Quadrat, sondern eine 1. Vielleicht schreibe ich das mal hin, also Weierstrass. Dort hatten wir die Formel f an der Stelle a plus h ist gleich f von a plus Gradient, Skalarprodukt mit h. Und dann kam hier ein Rho, ich nenne das mal jetzt Rho Tilde von h. Und dann nur die Norm von h, aber zur Potenz 1 und nicht zum Quadrat. Und dieses Rho Tilde von h hatte die gleichen Eigenschaften, das verschwindet, wenn h gegen 0 geht. Und so sieht man, dass durch Addition von diesem quadratischen Term in h eben man eine höhere Ordnung im Restglied gewinnt. Und diese Entwicklung hier, die ist ganz praktisch. Werden wir im nächsten Kapitel, in dem es um Minima und Maxima von Skalarfeldern geht, häufiger verwenden. Ja, deshalb fassen wir auch diese Beobachtung nochmal zusammen in diesem Korollar. Und das ist genau das, was wir gerade hier in der Bemerkung ausgeführt haben. Omega offen, FC2-Funktion. Und wir schauen uns also einen Punkt A an, der in Omega enthalten ist und wählen uns einen Radius, sodass die Kugel um a auch in Omega enthalten ist. Und dann können wir ein Rho definieren auf der Kugel um die 0, sodass Rho von h gegen 0 konvergiert für h gegen 0. Und wir haben diese Taylor-Formel der Ordnung 2 mit einem Restglied in Peano-Form. Okay. Ja, wir wollen auch uns im Mehrdimensionalen über die geometrische Bedeutung der Taylor-Entwicklung uns ein paar Gedanken machen. Zunächst einmal, wenn k gleich 1 ist, das heißt, wir haben nur diese beiden Terme in der Taylor-Entwicklung, dann sehen wir, dass diese Funktion, gesehen als Funktion von h, und das passiert gewisserweise hier, diese
Der Graph dieser Funktion beschreibt dann eben eine Ebene im Rn plus 1. Und diese Ebene ist gerade die Tangentialebene an den Graphen von f in dem Punkt, in dem wir entwickeln. Für k gleich 2, das heißt Taylor, schauen wir uns das Taylor-Polynom der Ordnung 2 an, da haben wir diesen Ausdruck, den Sie hier sehen, das ist auch eine Teilmenge vom Rn plus 1. Und Sie können dieses xn plus 1, diese letzte Komponente, die können Sie sehen als die Lösung einer quadratischen Gleichung. Und deshalb nennt man diese Menge auch eine Quadrik. Also eine Quadrik ist die Lösungsmenge einer quadratischen Gleichung. Und diese Quadrik, schmiegt sich an den Graphen von f in diesem Punkt a, fa an. Wir werden gleich ein paar Bilder sehen. Und deshalb nennt man diese Menge hier, den Graphen des Taylor-Polynoms der Ordnung 2, dann eine Schmiegequadrik. Das ist ganz analog zum eindimensionalen Fall, wo wir hier eine Schmiegeparabel hatten und hier ist es eben eine Schmiegequadrik. Ja, zumindest im zweidimensionalen Fall, also für n gleich 2, können wir schöne Bilder malen für diese Schmiegequadriken. Und gut, die Schmiegequadrik, die besteht aus einem Affinanteil und dann kommt der quadratische Term mit der Hesse-Matrix. Und wir wollen uns nur den Teil mit der Hesse-Matrix, den quadratischen Teil, ansehen. Und wir hatten jetzt schon festgestellt, für C2-Funktionen ist die Hesse-Matrix immer symmetrisch. Und in der linearen Algebra beweisen Sie oder haben Sie schon bewiesen, dass symmetrische Matrizen eine Spektralzerlegung haben. Das heißt, es gibt Eigenwerte für diese Matrizen und die Eigenwerte sind alle reellwertig. Und die zugehörigen Eigenvektoren können so gewählt werden, dass eben eine Orthonormalbasis entsteht des R2. Okay, wir bezeichnen jetzt mal mit Kappa 1 und Kappa 2 die Eigenwerte der Hesse-Matrix von f an der Stelle a. Und dann gibt es jetzt verschiedene Fälle. Und der erste Fall ist, dass die beiden Eigenwerte gerade 0 sind. Das heißt, die Hesse-Matrix ist eigentlich 0. Und damit ist die Quadrik degeneriert sozusagen zu einer Ebene, zur Tangentialebene wieder. Ein Beispiel, wo das eintritt, ist einfach jener, wo wir eine lineare Funktion als Skalarfeld betrachten. Dort sind alle zweiten Ableitungen 0. Das ist, wenn man einmal partiell ableitet, kommt eine Konstante raus und beim zweiten partiellen Ableiten kriegen wir dann 0 raus und dort ist eben die Hesse-Matrix dann identisch 0 und die Schmiegequadrik ist dann identisch mit dieser Funktion f. Ja, hier sehen Sie so eine Schmiegequadrik in dem flachen Fall in GeoGebra mal dargestellt. Das ist einfach dann so eine Hyperebene, da ist nicht besonders viel zu sehen. Das ist die Situation, wo e der erste Einheitsvektor wäre. Ja, dann gibt es noch einen zweiten Fall, nämlich wenn die Hesse-Matrix genau einen Eigenwert hat, der 0 ist und der andere Eigenwert ist für 0 verschieden. Und in dem Fall ist die Schmiegequadrik ein parabolischer Zylinder. Und ein Beispiel, wo das auftaucht, ist, wenn wir für f eben zum Beispiel plus minus x1 Quadrat wählen, also wenn wir eine Komponente einfach quadrieren. Und da sehen Sie auch ein Beispiel, wie das dann aussieht. Das ist also ein parabolischer Zylinder. Das ist die x1-Achse, die grüne Achse ist die x2-Achse und ja, da sehen Sie, dass das einfach eine Parabel ist, die in x2-Richtung dann verschoben ist. Und das ist eben die Quadrik in diesem Fall, dass ein Eigenwert 0 ist und der andere Eigenwert von 0 verschieden ist. Dann gibt es noch den Fall, dass beide Eigenwerte von 0 verschieden sind und das gleiche Vorzeichen haben. Also Kappa 1 und Kappa 2 sind strikt positiv oder eben beide strikt negativ. Und in dem Fall ist die Schmiegequadrik eben ein elliptisches Paraboloid. Und ein Beispiel dafür, wo das auftaucht, ist, wenn wir für das Skalarfeld eben x1 Quadrat plus x2 Quadrat wählen oder das Ganze mit einem Minuszeichen versehen. Und hier sehen Sie auch jetzt ein Paraboloid
visualisiert. Das sieht also dann so aus. Und zuletzt gibt es dann noch den Fall eines hyperbolischen Paraboloiden. Das ist dann der Fall, wenn beide Eigenwerte von 0 verschieden sind und einer ist strikt negativ und der andere ist strikt positiv. Und das sieht dann so aus. So. Sieht also aus wie so ein Sattel. Sehe, an jedem Punkt hat man eine Krümmung und man krümmt sich hier nach oben in die eine Koordinatenrichtung und nach unten in die andere Koordinatenrichtung. Das ist also der hyperbolische Paraboloid. Ja, zuletzt möchte ich auch nochmal die Taylor-Entwicklung im Mehrdimensionalen visualisieren. Und was Sie hier sehen, ist der Funktionsgraph dieser Funktion hier. Wir sind hier im zweidimensionalen Fall. Den kann man ja schön noch visuell darstellen. Das ist also die Funktion, die hier definiert ist. Und der Funktionsgraph sieht eben so aus. Sie haben hier diese Wellen. Wenn Sie in x1-Richtung gehen haben Sie und den Schnitt anschauen würden, dann würden Sie eben diese Kosinusfunktion erkennen. Und wenn Sie in x2-Richtung gehen, dann haben Sie eben auch diese Wellenlinie. Okay. Und wir möchten dieses Skalarfeld am Punkt 0 entwickeln. Und das erste Taylor-Polynom ist ja eine affine Funktion und der Graph dazu ist eben gerade eine Tangentialebene an diesen Funktionsgraphen im Punkt 0. Und das sieht so aus. Ist hier in lila dargestellt. Ja, aus dieser Ansicht sehen Sie vielleicht noch die Tangentialität. Dann das zweite Taylor-Polynom ist ja eine quadratische Funktion und der Graph davon eine Quadrik. In diesem Fall würde die Quadrik eben so aussehen. Das ist ein parabolischer Zylinder. Und und man könnte jetzt auch noch die höheren Taylor-Polynome auch im Mehrdimensionalen sich anzeigen lassen. Sie können das ja mal ausprobieren in GeoGebra. Gut, damit sind wir am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.